So. Copy. Einfügen. Ja, geht das? Okay. Pass auf. Das ist das Video. Da spiele ich mit zwei Kumpels Minecraft. Das ist einmal der Kravi und einmal Jani. Und lustigerweise, er hat da einfach mal die Aufnahme so laufen lassen. Und die, wie gesagt, die lustigsten Szenen hat er dann aufgenommen oder zusammengeschnitten. Und wir sind noch nie so oft verreckt. Das hat richtig Laune gemacht. Allerdings, ja, wie gesagt, oft verreckt. Na, ey. Shit, komm Wasser nicht so weit. Och nö. Seems to be. So, entweder müsste ich hier irgendwo Wasser unten drunter verstecken. Mit Teppichen oder so. Oder geht das? Warte mal, warte mal. Mir gleich eben was zu trinken holen. Geht das jetzt? Funktioniert das? Nee, ne? Doof. Ich dachte, ich könnte unterirdisch Wasser da hinsetzen, aber anscheinend geht das wohl nicht. Wasser macht nur 1, 2, 3, 4 Blöcke. Das ist jetzt ärgerlich, aber egal. Na gut, na gut, na gut. Dann gehen wir doch mal nach unten und holen unsere ganzen Sachen, die wir einpflanzen können. Das sind mal die hier, das, die Erdbeeren, Süßkartoffel, das Ding, durch Zuckerrohr, aber egal. Eine Zwiebel, eine Erdnuss, das Ding ist auch noch was zu essen. Pilze wachsen so nicht. Das Zeug, die Dinger. Flaschenkürbis. Spargel. Und die Sachen. Rodi Bedi. Das ist schon ganz schön viel. Okay. Pop. Ist das Quinoa? Was? Quinoa? Geil. Ich kann Quinoa anbauen. Erdnüsse. Nee, das ist Lapis Lazuli, ne? Ja. Bitte. So, Zuckerrohr, Süßkartoffeln, alles klar. Was ist das? Cotton. Ach, Baumwolle. Ah, cool. Teeblätter. Zucchini. Cranberries. Wintersquash. Okay. Spargus. Süßkartoffel. Hier machen wir mal so einen wilden Garten und hier mache ich Getreide hin. Muss ich den eigentlich auch wieder rausholen? Shit. Den Tee.
Flop. Key. Nein! Bin ich blöd. Okay. Pop, pop. Was ist das? Löwenzahn. Nee, den brauche ich nicht. Spinat. Und Weizenkörner. Früher mochte ich ja gar keinen Spinat. Heute geht's eigentlich. Blumenkohl. Oh, Blumenkohl, dafür schwärme ich ja. Ich liebe Blumenkohl. Cabbage, Kopfsalat oder Blattsalat. Ups, was war das? Sellerie. Staudensellerie. Oh, die Erdbeeren, die kommen dahin. Weizenkörner. Hobbygärtner. Ja, geil. Okay. So. Und das ist jetzt auch nochmal so eine kleine Eigenheit von dem Spiel. Von der Mod Pam's Harvest Craft. Sehr zu empfehlen. Es sind hier nämlich jetzt, wie ihr gerade beim Anpflanzen gesehen habt, gibt es da sehr viele mehr Variationen an Pflanzen und Fressalien, die man sich anbauen kann. Und an Rezepten auch. Zum Beispiel kann man sich hier eine Brezel machen, einen Cracker, Fried Chicken, Sandwiches, Kaninchenhackfleisch oder Hasenhackfleisch. Man kann sich einen heißen Tee machen, einen Kaffee. Oh, Kaffee. Ja, damit. Und finden kann man die ganzen Sachen, indem man zum Beispiel, Sekunde, irgendwelche bestimmten Büsche kaputt haut. Ah, hier, solche. Solche Büsche. Die einfach kaputt hauen. Jetzt haben wir hier Spice Leaf. Ich weiß gerade nicht, was das heißt. Oh, wieder Teeblätter. Weißen Pilz. Ist ja gerade ins Wasser gefallen oder haben wir... Ah. Knobi. Ja, geil. So, und ich glaube, das hier sind dann auch nochmal die anderen. Maiglöckchen. Okay, nein, sind sie nicht. Die Büsche sehen immer ein bisschen anders aus. Die haben dann auch immer verschiedene Sorten drin. Das hier sind, glaube ich, Gewürzbüsche. Ich müsste mir die Items auch nochmal irgendwann anzeigen lassen. Also anstellen, dass man die anzeigen lassen kann. Leek. Rhubarb, also Rhabarber. Irgendwo gab es aber auch noch andere. Ich bin mir ganz sicher. Ah, hier, da. Das sind andere. Plopp. Hier haben wir zum Beispiel eine Gurke. Cucumber. Noch eine Gurke. Ein Flaschenkürbis. Der hier Wintersquash heißt. Keine Ahnung. Umi, schon guter Abend. Ach, er ist wieder da. Welcome back. Ich sammle hier gerade mal ein paar Sachen. Zum Anpflanzen. Die man in der Mod Pam's Harvest Craft findet. Achso, ich dachte, auf dem Baum wächst da auch noch was, aber nee. Sind dann einfach so wilde Kräuter oder wilde Früchte, die sich dann zum Beispiel in solchen Büschen hier tarnen. Was haben wir hier denn? Ein Flachs, wo ich nicht weiß, was das heißt, aber egal. Und Bell Pepper, das ist Paprika.
Ich glaube, irgendwo gibt es ja auch noch Chilis. Bis jetzt habe ich noch keine gefunden. Oh, er. Öppen! Öppen! So, und den ganzen Körpers pflanzen wir dann gleich mal ein. Ich glaube, hier habe ich auch noch was hingesetzt. Das kann ich eigentlich wieder zerstören, das Feld hier. Das habe ich mal für Ansichtszwecken, habe ich das mal angelegt. Habe ich in meinem letzten Stream, da habe ich mal versucht, das zu erklären. Wenn die Sachen hier dann nämlich reif sind, brauche ich einfach nur auf Rechtsklick drücken, also rechte Maustaste, und dann baut sich das alles automatisch ab. Das bedeutet, ich brauche den ganzen Scheiß nicht irgendwie zerstören oder so. Sondern ernte das alles dann automatisch runter. Wintersquash. So. Barley. Zuckerrohr, das kann ich irgendwo anders eigentlich anpflanzen. Okay, Barley? Ist das. Das ist kein Weizen, ne? Und was ist Flachs? Überhaupt keine Ahnung. Was ist das? Ach, Erdbeeren. Äcker, Erdbeeren, Lettuce. Onion, Zwiebeln, na gut, na komm. Was soll der Geiz? Wir pflanzen hier einfach mal wild drauf los. Sonst noch was? Eisenklumpen? Nee, mehr haben wir nicht. Reicht, glaube ich, auch erstmal. Und ich mache hier mal einen kleinen Tipp. Oh, Commands. So. Das sind die ganzen Commands. Wenn ihr mir folgen wollt, macht das mal. Okay. Gut. Was will ich jetzt noch machen? Ich möchte einen Weg anlegen. Ich brauche dafür aber eine neue Dingens. Und ich nehme die Kiste hier mal raus. Also die Werkbank. Die stelle ich mal. Oh, ich habe zwei Werkbänke. Eine stelle ich mal ganz frech hier hin. Und die andere kommt doch mal hier unten hin. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Weg, genau. Dafür brauche ich eine neue Schaufel. Plop. Eisenschaufel. Bam. Rambabam. Nein. Genau. Gut, ich habe gerade in Windeseile neue Löcher gemacht. War eigentlich nicht meine Absicht. Die Musik ist gerade auch so ein bisschen zum Einschlafen, ne? Du wirst müde. Oh, so müde. Und da ist meine Schaufel kaputt gegangen und dank too many items oder not enough items schmeißt er das automatisch wieder in die Hand. Das Werkzeug, das kaputt gegangen ist. Sehr geil. Wow. Okay, die Pilze wachsen aber sehr schnell.